Ganz ehrlich gesagt, so eine Geschichte erleben wir äußerst selten. Dieser Mann hat sich an uns gewandt und erzählt, er wolle vergessene Geiseln aus der Hand von somalischen Piraten befreien, fürs Lösegeld aufkommen, Menschenleben retten, selbstlos, aus reiner Mitmenschlichkeit. Je länger wir uns dann mit ihm beschäftigt haben, desto mehr stellt es sich raus, das Ganze ist ein einziger Schwindel. Und für die Geiseln wurde dieser Mann zur tödlichen Gefahr. Vorhang auf für Andreas Holst. Ein Kapitän wie aus dem Bilderbuch. Markant, entschlossen, in Uniform. So hat ihn das ZDF im Februar gedreht. Damals noch im Glauben an eine große Story. Ob er wirklich Kapitän ist, bleibt offen. Ob er wirklich Geiseln befreien will, auch. Zumindest gibt er es vor. Ja, also wir haben vor, diese mit humanitären Hilfezahlungen diese Geiseln aus Somalia rauszukriegen. Warum machen Sie das? Ja, das sind im Endeffekt Seemannskollegen und Kameraden. Und es kümmert sich ja sonst keiner um die. Holst macht ein reales Geiseldrama zu seiner Möchtegern-Hilfsmission. Es geht um vergessene Schiffsgeiseln in Somalia. Noch immer sind dort viele Seeleute in der Gewalt von Piraten, weil niemand für ihre Freilassung bezahlen will. Unter ihnen auch 11 Besatzungsmitglieder des Containerschiffs MV Albedo. 2010 wird das Schiff gekapert, später sinkt es. Die Geiseln werden an Land gebracht und verschleppt. Sie warten seit über 3 Jahren auf ihre Freilassung. Aber das ist, also es hört sich, ich sage, in meinen Ohren hört sich das verrückt an, was sie planen. Oder ist es mehr als das? Na, verrückt ist das gar nicht. Da ich ja einen sehr guten Freund habe, Colonel Steed, der da unten das Büro für maritime Sicherheit leitet in Nairobi. Und der auch schon erfolgreich mehrere Besatzungsgruppen aus den Händen somalischer Piraten befreit hat. Nairobi, Kenia. Hier gibt es tatsächlich ein Büro der UN, das Kontakt zu den Geiseln und Piraten hält. Schon in über 70 Fällen konnten Gefangene befreit werden. Vor allem dank des persönlichen Einsatzes von John Steed. Er kennt Holst. Die beiden sind lose befreundet. Der Fall der Albedo-Geiseln ist schwierig. Die Piraten wollen Lösegeld. Doch das kann die UN aus Prinzip nicht zahlen. Da bietet Holst ihm überraschend Hilfe an. Um ehrlich zu sein, war ich sehr dankbar. Wir hatten einfach keine andere Wahl. Niemand hatte uns Hilfe angeboten. Und dann kam Holst und sagte, dass die deutsche Seemannsmission uns eventuell helfen könnte. Das war eine ziemlich gute Sache, dachte ich damals. Die erste Lüge. Die deutsche Seemannsmission gibt kein Geld für die Geiseln. Holst geht es offenbar mehr um das eigene Wohl als um das der Seeleute. Wohl um möglichst viel Geld für sich rauszuholen, versucht Holst, die Story an die Medien zu verkaufen. Er nutzt seinen Kontakt zu John Steed, um sich und seine Geschichte glaubwürdig zu machen. Ohne dass Steed davon weiß, gibt er dessen Mails weiter. Bei der Zeit wittert Redakteur Ludwig Greven die große Story. Er hat mir dann erzählt, das konnte ich nicht so richtig überprüfen, dass er eben diesen Colonel Steed auch schon lange kenne. Er sozusagen in dessen Auftrag jetzt dabei sei, Geld zu sammeln. Und die Kommunikation, die mir gezeigt hat, also die ganzen Mails und so, die haben das ja durchaus belegt. Also es gab zwischen ihnen einen regen Austausch, ich habe davon auch Ausdrucke. Greven lässt sich überzeugen und will in der Zeit berichten. Für Holst stellt er den Kontakt zum NDR her. Auch mich will er für die Geschichte gewinnen. Holst erzählt, er habe schon $650.000 zusammen. Und er wolle die Freilassung der Geiseln selbst filmen, als Kameramann. Der NDR solle dann für diese Bilder bezahlen. Da witterte auch mal durchaus ein Geschäft. Er wusste, das weiß ich auch, dass für exklusive Beiträge über solches brisantes Thema durchaus auch Geld bezahlt wird. Mit dem NDR gibt es keine Zusammenarbeit. Doch später steigt das ZDF ein. Einen Tag lang begleiten sie Holst mit der Kamera. Dabei entstehen diese Bilder. Später steigt das ZDF wieder aus. Für Holst sind die Medien wohl noch aus einem anderen Grund interessant, als Türöffner. Über Greven bekommt er Kontakt zur Stiftung eines Reeders.
Hier stellt Holst sein Projekt vor und erzählt danach offenbar anderen Rädern, die Stiftung habe ihm Geld gegeben. Ich habe einen Anruf bekommen von einem offensichtlich Räder, der mit dem Hinweis, dass er von uns Geld bekommen habe, ihm offensichtlich Geld gegeben hatte, etwa um die 10.000, wenn ich es recht erinnere, und mich fragte, ob wir denn was von ihm gehört hätten. Wir hätten ihm doch wohl auch Geld gegeben und das entsprach natürlich nicht den Tatsachen. Und den Mann hat er offensichtlich dann übers Ohr hauen können. Wie bei einem Schachspiel schiebt Holst die Figuren hin und her und sorgt dafür, dass keiner mit John Steed redet. Man würde die Freilassung gefährden. Steed ahnt nichts davon. Im Vertrauen auf Holst wird ein Vertrag mit den Piraten geschlossen. Für 900.000 Dollar sollen die Geiseln freikommen. Diese Summe hat Holst versprochen. Doch wie viel Geld er wirklich eingesammelt hat, bleibt unklar. Das Geld wird nun dringend in Afrika gebraucht. Leslie Edwards, der Steed bei den Verhandlungen unterstützt hat, soll Holst beim Transfer des Geldes helfen. Er ist derjenige, der Holst enttarnt. Ich wollte, dass er sich an legale Bestimmungen beim Geldtransfer hält, die wir schon in zahlreichen Fällen vorher angewandt haben. Er erzählte mir dann, er werde das Geld selbst transportieren in einem mit Blei ausgelegten Koffer, um so die Sicherheitskontrollen am Flughafen zu umgehen. Als ich das hörte, wusste ich, dass wir es entweder mit einem exzentrischen Anfänger, mit einem Phantasten oder einem Betrüger zu tun hatten. Und wir brauchten eine weitere Woche, bis wir wussten, dass wir es mit einem Betrüger zu tun hatten. Deutliche Worte. Nun geschieht das Unfassbare. Holst taucht ab. Es ist kein Geld für die Piraten da. Und der Vertrag muss widerrufen werden. Die Geiseln sind in Lebensgefahr. Diese Piraten sind kriminell. Es sind gefährliche, aggressive Menschen, die Geiseln töten. Die Crew war in massiver Lebensgefahr, weil wir den Vertrag widerrufen mussten. Holst hat diese Menschen in Lebensgefahr gebracht. Und er hat mein Leben und das meines Teams in Gefahr gebracht, besonders weil wir auch in Somalia arbeiten. Ich habe damals gedacht, dass wir dadurch alle Chancen verspielt haben, die Crew jemals freizubekommen. Zum Glück kam es nicht so, aber das habe ich damals gedacht. 7. Juni 2014. Es gelingt Leslie Edwards, die Crew doch noch frei zu handeln, nach 3,5 Jahren. Oh, finally! Ich finde Kumar Sharma, eine der ehemaligen Geiseln. Er ist zurück in Indien bei seinen Eltern. Und er erinnert sich genau, was an dem Tag passierte, als der Holst-Deal platzte. Als die Piraten merkten, dass sie ihr Geld nicht kriegen, kamen sie alle in unsere Hütte, auch der Anführer. Und sie schrien, was ist passiert, wo ist das Geld? Und dann haben sie uns gefoltert, uns gefesselt und mit Gewehrkolben geschlagen, uns kopfüber aufgehängt an Bäumen. Elf Menschen, gefoltert und in Lebensgefahr. Aber Holst bleibt verschwunden, entzieht sich seiner Verantwortung. Ich schreibe Mails, rufe ihn immer wieder an. Okay, keine Voicemail, kein Anrufbeantworter, keiner hat abgenommen. Schließlich meldet er sich. Er würde gern ein Interview geben, doch er sei wochenlang auf See. Wieder eine Lüge. Ich finde heraus, er versteckt sich in Irland. Reise in eine Kleinstadt im Norden der Insel. Hier soll er sich aufhalten, in Pubs sein Bier trinken. Oh ja, er ist bestimmt ein Kapitän. Er ist sehr arrogant und sehr unhöflich. Benimmt sich wie ein Kapitän. Er bestellt kein Bier, er fordert es ein. Ich erfahre, wo er wohnt. In einem kleinen Reihenhaus. Wir sehen ihn hinter der Gardine. Aber die Tür öffnet er nicht. Der große Kapitän. Am Ende ein Feigling. Erst kurz vor der Sendung erreicht uns seine Stellungnahme. Holst sieht keine Schuld bei sich, will nur Vermittler gewesen sein. Alle Gelder habe er zurückgegeben. Belege dafür gibt es nicht. John Steed kann es bis heute nicht fassen, was Holst offenbar aus Profitgier aufs Spiel gesetzt hat.
Ich verabscheue Holst für sein Verhalten. Er hat das Leben von uns allen aufs Spiel gesetzt, besonders das der Crew. Ich verachte ihn zutiefst für das, was er getan hat. Absolute condemnation for what he did.